Grüß euch, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Es gibt sehr viele Teile am Motorrad, über die dauernd gesprochen wird. Der Motor, wie viel Hubraum, wie viel PS, die Bremsen, Vierkolbenradial, sogar der Sattel bekommt oft ein Thema sozusagen komfortabel oder doch sportlich hart. Aber eine Sache am Motorrad gibt es, über die eigentlich nie gesprochen wird und die ist unendlich wichtig. Die Batterie. Kein Starten, kein Fahren. Und wer würde besser in diese Sendung passen als Mr. Battery, höchstpersönlich, Batterie, Profi, Power, Alex Power, und hat seinen Junior mitgebracht, den Dennis Power. Und die beiden stehen uns jetzt Rede und Antwort. Ich werde mal dich gleich fragen, lieber Alex. Frage vorweg, alte Motorradeln mit klarerweise alten Batterien. Wie hat sich das entwickelt? Sind moderne Motorräder sparsamer mit dem Strom oder durch die vielen Verbraucher? Was sagst du? Naja, man braucht natürlich für die neuen Motorräder so andere Batterien, was einfach die Leistung länger halten. Okay. Ja, es sind komplett verschlossene Batterien. Wir gehen dann eh noch aufs Detail ein, wo es da alles gibt. Aber natürlich brauche ich stärkere Batterien, beziehungsweise die Batterie, dass einfach den Strom länger hält. Ja, früher war das einfach so, die hat starten müssen und dann wurde eigentlich alles andere sich selbst. Genau, aber jetzt muss das einfach funktionieren. Okay, ja. Wir können es gerne durchgehen. Ich habe mal notiert, was es für Typen gibt. Die älteste Bleisäurebatterie, haben wir da eine da? Ja, da hätten wir zum Beispiel hier sowas. Das ist der Klassiker, was wir direkt im Betrieb, also die kommt trocken. Wir füllen die Batterie, ist quasi in diese ganzen älteren Fahrzeuge verbaut mit Entgasungsschläuchel, was wichtig ist, dass man das immer ansteckt. Dass eben, weil es das heißt, du kriegst den Teil dazu, das ist die Säure? Ja, gibt es auch, also kommt dazu, man füllt es. Wir haben halt in der Firma eine richtige Füllstation, wo man das Säurepack halt nicht verwendet. Also bei uns im Betrieb kriegt der Kunde die Batterie fix fertig mit Entgasungsschlauch, dass man das auch ordentlich ansteckt, weil halt eben, wenn die Batterie aufkocht, weil die Lichtmaschinen halt nicht mehr so exakt laden, wie man es halt braucht, weil bei bis 14,2 sollte die Lichtmaschine laden, ab 14,2 fängt eben die Gasung an und da kann natürlich sein, dass die eine Spur aufkocht, dann kommt es eben da raus und dass das am besten direkt ins Freie geht und dass man es eben den Rahmen bzw. das Motorgehäuse nicht zerstört durch die Schwefelsäure. Im Übrigen, der Alex hat die Batterie da so easy genommen. Ich meine, die wiegen natürlich schon eine Menge. Und ich glaube, wir kommen dann, lieber Dennis, noch zu welchen, die moderner und leichter sind. Ja, du hast, glaube ich, ein paar spezielle Varianten. Aber das sind dann, es ist dann eine andere Art von Batterien, wo du gesagt hast, für die BMWs, die sagen wir, bei den Polizeimotorrädern eingebaut werden, sind das dann schon die Gelbatterien? Das sind dann schon die Gelbatterien. Wie gesagt, auf die technischen Details, das macht dann der Dennis, der ist bei uns in der Firma da für die Technik zuständig. Aber nur ganz kurz, eben, wie gesagt, Bleisäurebatterie, Standard. Und dann gibt es eben Upgrade auf diese Batterien, auf diese Bleisäure, das sind dann quasi die Gelbatterien. Was es dann quasi, so wie die Säurebatterien sind, gibt es jetzt in derselben Größe, was es ja früher nicht gegeben hat, mittlerweile Gelbatterien. Das heißt, man kann dann einfach umsteigen, kostet dann eine Spur mehr, umsteigen auf eine Gelbatterie oder quasi bei gewissen Typen, so wie in dem Fall zum Beispiel 1200er BMW, die war immer eine Bleisäurebatterie drin mit 19 Ampere und die haben immer Probleme gehabt mit ABS, dass das ABS-Lamperl aufleucht, beziehungsweise die Polizeifahrzeuge und Rettungsfahrzeuge, die mit Blaulicht, dass die Batterie das einfach nicht ausgehalten hat. Quasi, die hat dann aufgehalten, hat einem 30 Euro angenommen, weil es schnell war und dann ist das Motorrad nicht mehr angesprungen. Sehr peinlich, ja. Aber es war auch bei den Standard-BMWs zum Beispiel, dass eben immer das ABS aufgelegt hat. Und darum gibt es jetzt in dem Fall ein Upgrade, nicht 19 Ampere, sondern 21 Ampere mittlerweile und sogar in der Gelform, was einfach den Strom länger hält und wo ich dann eben auch die Verbraucher wie Griffheizung oder Blaulicht oder was es halt alles gibt mittlerweile, dass das einfach standhält, dem Ganzen. Vorteil an sich von der Gelbatterie, das heißt, ich habe nicht mehr die Herumwurschtlerei mit dieser Säure, weil das alles integriert ist. Erstens einmal das, ich kann das am Kopf stellen, ich kann das liegend einbauen, etc. Ist alles kein Problem mehr und absolut wartungsfrei. Und wie du sagst,
Ich brauche mich mit der Säure nicht mehr herumspielen. Und das Wichtigste eigentlich an der ganzen Geschichte ist einfach, dass der dass das einfach in Strom hält und diese ganzen Verbraucher auch aushält. Ja, okay, ja. Also da sind wir schon bei den Gel-Batterien. Genau. Und ich hätte mir noch notiert die AGM-Batterien. Ja. Das sind, ist wieder eine andere Art. Das ist wieder eine andere Art, aber okay. Da kann, glaube ich, der Junior mehr dazu sagen. Dennis, genau. Bitteschön. Also da ist der Unterschied quasi, wenn wir jetzt hernehmen, die AGM, von der Standard-Pressure. Entschuldigung, vom Gewicht her noch immer relativ schwer. Ist noch immer schwer, ja. Aber quasi der Unterschied von der Standard-Bleisäure zu AGM ist, dass quasi die Säure zwischen den Platten in einem Vlies drinnen eingebettet ist quasi. Okay. Und ja, quasi die Batterie hält den Strom länger, hat mehr Strom- und Sicherheitsreserven quasi, dass auch wenn die Batterie entladen ist, dass immer noch halbwegs Motorrad quasi anspringt. Okay, okay. Das heißt, Sicherheitsfeature eingebaut, dass ich noch zum Starten genug Strom habe. Ist jetzt die aktuelle oder aktuellste Version von normalen, schweren Batterien, die verbaut wird, oder? Also ich meine, genau, das ist jetzt die modernste Variante. Und dann eigentlich die Lithium-Ionen-Batterien. Also, dann sind wir schon bei Lithium. Also ich könnte jetzt einfach einmal herumtun und probieren. Das ist unfassbar. Es ist wirklich, ich weiß nicht, es fühlt sich an, als wäre es nur das Gehäuse einer normalen Batterie, wo einfach nichts drinnen ist. Org. Kannst du uns dazu kurz was erklären? Im Übrigen, da hat man auch eine Anzeige, gell? Genau, wie voll die ist, also auch Hightech. Bitte. Also die Lithium-Ionen-Batterie ist quasi, sage ich immer, ein Must-Have für einen Rennsportler. Das ist, alle, die am Ring fahren, alle, die auf Gewichteinsparung quasi schauen, der braucht eine Lithium-Ionen-Batterie. Das ist eine Wahnsinnstechnologie quasi. Wie viel spare ich ungefähr? Was wiegt die? Gewichteinsparung reden wir von ungefähr 75% zu der herkömmlichen Batterie. Das ist. Und man muss ja eins dazu sagen, diese Batterien, so wie die jetzt, ja, die sind noch nicht gefüllt, die ist auch noch nicht gefüllt. Wie gesagt, die Gel-Batterien kommen ja fix fertig. Ja. Die füllen wir und auch diese AGM-Batterien werden von uns quasi mit den Säurepark, ich meine, viele Kunden werden es vielleicht selber machen, werden von uns gefüllt, werden dann verschlossen, da ist ein Ventil, was einmal nach außen geht, dann macht es einmal tsch, dann ist da ein Vakuum drinnen und dann darf ich sie an und für sich nicht mehr öffnen. Wenn jemand eben bei euch jetzt die Batterie kauft, beim Batterieprofi, dann kriegt das fix und foxy. Ganz genau. Ich glaube, ein großer Vorteil deiner Bude, Batterieprofi, ist, ihr habt irrsinnig viel lagernd, oder? Naja, wir haben erstens einmal alles lagernd in jeder Filiale. Wir haben circa fünf, also alles zusammen. Habt ihr in Österreich? Wir haben fünf Filialen, also in Österreich, in Osten von Österreich, sage ich jetzt einmal. Raum Wien? Ja, Raum Wien und haben ca. 25.000 Batterien auf Lager. Und sollte sich ausgehen. Bei uns wird jetzt die Batterie nicht nur gefüllt, sondern im Notfall sogar auch vorgeladen, dass der Kunde mit 100% quasi wegfahren kann. Ich habe gesehen, du hast da ja einen Haufen mitgebracht, du hast nämlich zwei spezielle auch noch. Für eben alte Motorradeln hast du mir erklärt. Und diese hier? Naja, man darf eins nicht vergessen, wir haben ja, ich meine, die Kunden werden es wissen, die ganzen Motorräder, wir reden heute von 12 Volt und die ganzen Oldtimer-Fahrzeuge haben 6 Volt, quasi 3 Zellen, 6 Zellen, eine Zelle hat 2 Volt, wir haben 6 Volt und auch diese Typen gibt es entweder im neuen Kunststoffkasten, mit der neuen Technologie, quasi halt im Bleisäureformat. Oder, wenn sich einer wünscht, zum Beispiel bei den alten Buchmotorrädern, wo es das noch im Motor eingebaut ist, dass das halt alles ein bisschen einen originalen Look macht, gibt es quasi die neue Technologie, aber im alten Gehäuse, das wird nur wirklich mit der Hand gemacht, die Verbinder quasi eingeschmolzen mit richtigem Blei, um die auch funktionieren. Also, dass das auch wirklich optisch einen Oldtimer-Mobil einfach leibend ausschaut. Weil es hat jetzt nichts, jetzt habe ich eine leibende Oldtimer und dann habe ich das neue Zeug da drin. Das schaut. Kostet eine Spur mehr, aber es ist erschwinglich. Und auch von den 6 Volt gibt es, glaube ich, wir haben mittlerweile noch, ich sage jetzt einmal, an die 40 verschiedene Typen, die wir auch wirklich noch haben. Es wird immer schwieriger, 6 Volt Batterien zu bekommen. Aber wir haben es halt noch, also es hat fast niemand mehr. Okay. Aber wir haben halt da wirklich speziell im 9. Bezirk so ein alteingesessenes Geschäft, was es seit 1956 gibt. Und da wissen die Kunden, dort kriege ich das. Und den Ruf müssen wir natürlich beibehalten und schauen natürlich, dass wir
dass wir am 6-Volt-Sektor immer alles verfügbar haben. Nicht völlig überheblich Batterieprofi genannt, sondern es stimmt wirklich. Du hast nämlich auch irgendwas Spezielles für Harley Davidson. Du hast einfach jetzt gesagt, ja, habe ich gesehen, habe ich mitgebracht. Warum? Was meinst du speziell für Harley? Einfach, weil es genau auf das ausgelegt ist, was sie können muss. Nein, Harley ist einmal, der ganze Kosten ist verstärkt, weil die Batterie einmal, also das Motorrad, nicht die Batterie, das Motorrad extrem vibriert. Ich habe eine irre Startleistung, man merkt es ja schon am Gewicht. Ja? Über ihre Startleistung und ganz wichtig bei dieser Batterie, bei der Harley-Davidson-Batterie, ist, dass die rüttelfest ist. Also wenn ich da jetzt wirklich was Herkömmliches einbauen würde, erstens habe ich nicht diese Startkraft, aber wenn das ständig so ist, kommt er nach 3 Monaten und sagt, lieber Freund, aber die Batterie ist kaputt, weil am eben innen die Verbinder abreißen und das ist halt alles ums 3- bis 4-fache verstärkt und man merkt es einfach schon an Gewicht, dass das echt ein Gewicht hat und was bei der Harley vollkommen wurscht ist, weil die eh ein Gewicht rund hat. Rund um 300 Kilo sind genau. Die... Genau, aber das Um und Auf bei der Batterie ist einfach die Rüttelfestigkeit. Okay, ja. Coole Sache. Burschen, könnte ich in jedes Motorrad eine Lithium-Ionen reinhauen oder funktioniert das jetzt auch nicht? Ich sage mal in den modernen ja, weil die halt die Lichtmaschine exakt laden muss oder sollte auch. Wenn ich das jetzt in was Älteres einbaue, es gibt immer wieder Videos, wo diverse Fahrzeuge abbrennen. Wir waren jetzt in Brünn mit 1000 PS auf der Rennstrecke, ist neben uns eine Lithium-Batterie abgebrannt. Also das ist ein bisschen warm geworden unterm Hintern. Der Grund war, ich habe das dann durchgemessen, der Grund war einfach die Lichtmaschine, also der Regler war kaputt von der Lichtmaschine, die hat eingeblasen mit 17 Volt. Das hält dann die Lithium-Batterie nicht mehr aus, wird dann heiß und brennt. Das, was da halt bei der oder bei jeder anderen Bleisäure, Fließ, Gel, die fängt nicht ins Brenner an, die geht halt dann ein bisschen auf wie ein Fußball, dann macht es einmal tsch, dann hast du einen Riss, ist nicht so schlimm, aber das Zeug brennt ja gleich. Und kannst. Drum, es sollte halt alles einfach passen. Ja, aber ist leid. Und deswegen habe ich euch da, Burschen, dass ihr ja sowas dann auch sagt und ja erklärt, was sind die Vor- und Nachteile. Aber wie er gesagt hat, bei der Lithium im Rennsport, was das kostet ja irgendwann einmal dann jedes Gramm 1000 Euro. Dass das alles leichter wird und das ist es bei einer Lithium, speziell im Enduro-Bereich etc. Auch, ja stimmt. Und was auch noch ein Vorteil ist, mit dem passenden Ladegerät ist das in 5 Minuten voll. Ja. Das ist einfach geil. Es hat... Und kostet, sage jetzt einmal im Vergleich, wenn wir die Kosten aussprechen, circa das Doppelte von einer herkömmlichen, wenn ich jetzt immer AGM, an ein PS, sage ich mal, die kostet jetzt, keine Ahnung, 40, 50 Euro und das kostet dann ein 100er. Ja. Einfach ist doppelte, aber im Rennsport vollkommen wurscht, das ist die kommerste, die Batterie. Und es ist ein Tuning, das, also es geht kaum leichter zu tunen, Gewichtstuning vor allem, wenn du sowas nimmst, perfekt, also wirklich so leicht. Probiert es aus, geht es zum Batterieprofi, weil ich bin fasziniert, ich könnte ja jetzt den ganzen Tag herumschupfen. Burschen, vielleicht noch eben Batterien im Allgemeinen, was sollte jeder unbedingt beachten bei der Batterie, die er einbaut, Wartung oder sind sie einfach wirklich mittlerweile völlig wartungsarm, also ist das wurscht? Schau, es gehen die Meinungen auseinander. Es gibt ja Erhaltungsladegeräte, das heißt, ich hänge die, ich sage im Herbst, es freut mich nicht mehr, ich fahre her nicht mehr, ich gebe es Tafel zurück, kaufe mir ein Erhaltungsladegerät, am besten bei der Firma Batterieprofi, stecke das an, da gibt es mittlerweile einfach nur Schlaufeln, die ich da montiere und lasse mir das Schleicherl nur unterm Sitz wieder schauen, dann brauche ich da immer nur anstecken. Ja. Oder, das habe ich nicht, baue die Batterie aus oder lasse drin, hänge die Klemmen an und dann ist es wurscht. Das Gerät macht alles von selbst. Ja. Da gibt es verschiedene, die gehen ganz runter und lohnen wieder, dass die Batterie immer in Bewegung ist. Dann gibt es Geräte, da spürt es in die oberen 20% da, durch die Selbstentladung, was hat oder durchs Motorrad. Wenn es unten ist, dann geht es wieder auf. Wichtig ist, dass die Batterie immer in Bewegung ist und geladen ist, dann kann nichts passieren. Der Riesenfehler, was viele Leute machen, er fährt nichts mehr, die Batterie wird leer, weil er eben einen Verbraucher hat und dann haben wir das Riesenproblem. Entschuldigung, Verbraucher kann auch die Uhr sein. Das kann die Uhr sein, da kann ein Blinkerrelais hängen, da kann irgendein Kabel aufgescheuert sein und liegt auf Masse auf. Die Batterie ist in 4 Tagen leer und dann ist sie im Frühjahr. Warum? Warum ist sie kaputt? Die Säure, wir haben ja da Säure gemischt drinnen mit einer, also Wasser mit einer Schwefelsäure gemischt von 1 zu 28. Die Säure geht in die Platte hinein, das Wasser bleibt draußen. Erstens einmal kann es dann gefrieren, wenn es unter 0 Grad hat.
Beziehungsweise eben, wenn die Säure in die Platte reingeht, die Platte sulfatiert, verhärtet, wenn es dann auflädt, sollte ja die Säure rausgehen, geht nicht mehr raus, weil die Platten hart ist. Somit kannst du die Batterie nehmen und schmeißen. Drum, wenn eine Batterie voll ist, kann ich die da herstellen, ein halbes Jahr, ohne Probleme. Das Problem ist immer, wenn sie leer wird. Da habe ich das Riesenproblem, eben weil die Säure in die Platte geht, die sulfatierte Geschichte. Wenn es voll ist, kann nichts passieren. Leere Batterien sind ein Problem. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ja, mit deiner sonoren, lauten Stimme. Alles. Es ist ja mein täglich Brot, ich muss dir das jeden Tag tausendmal erklären. Ja, aber du machst es gut und gerne. Und über die Wintersaison laden, wie viel Strom, also vernachlässigbar vergiss wahrscheinlich es, diese Erhaltung. Vergiss es, also wertlos. 3 Euro. Nicht, weil die Energiekosten jetzt so hoch sind, Angst haben, das koste ich nicht zu viel. Auf der anderen Seite wieder, wenn man es anders sieht, so eine Batterie kostet im Schnitt, sagen wir jetzt einmal 50 Euro. Ja, gut. Scheiße. Ja, muss man für sich selbst entscheiden. Genau. Allein der Ausbau und immer wieder, vielleicht zahlt sich es dann doch aus, das Es gibt Ladegerät aber auch Leute, der macht nichts, so wie ich zum Beispiel. Ich sage, du, scheiß drauf, ich habe jetzt keine Zeit vergessen. Dezember sollte ich schnell runtergehen. Nein, Jänner wieder nicht. Springt im Frühjahr, weil ich eben keinen Verbraucher habe. Schlimm ist nur, und desto älter das Fahrzeug ist, desto anfälliger ist natürlich das Problem eines Verbrauchers, das dann hast und dann ist halt die Batterie leer. Dann kannst du noch hoffen, dass das gescheit laden kannst. Aber wenn sie zu lange im entladenen Zustand gestanden ist, habe ich ein Problem. Du hast aber auch immer relativ neue Motorräder, weil Zweirad-Profi, Bauer halt auch noch, ne? Verkauft ja auch Motorrad, ja. Und Reifen, habe ich glaube ich schon gesagt. Dennis, eine wichtige Sache, du, also ich auch, Alex ist schon ein alter Hund, aber du bist der Junge, du denkst natürlich an die Zukunft, an die Umwelt. Wie ist es mit der Entsorgung? Habt ihr da eure eigene Rücknahme sozusagen oder wie funktioniert ja, das? Ja, also quasi der Kunde kommt mit seiner alten Batterie quasi und will die quasi bei uns entsorgen. Wir sagen quasi, wir offizielle Entsorgungsstelle. Wir nehmen die Batterie zurück quasi, entsorgen sie bzw. recyceln sie fachgerecht. Quasi wenn wir jetzt die Batterie hernehmen, die Bleisäure wieder, haben wir das Plastik quasi, wird ganz normal wieder zu einem Plastik verwertet. Die Säure wird so lange gefüttert, bis zum Trinkwasser wieder. Okay, cool. Und das Blei wird zu Blei. Blei bleibt Blei und wird aber wiederverwertet. Und diese 0,1% sind einfach, das ist einfach der Schlamm, quasi das, was sie von den Platten absetzt, das, was halt einfach nicht verwertbar ist. Okay. Aber im Prinzip ist das ein richtig grünes Produkt, weil ein Artikel, der über 99% recycelt wird, finde ich einfach super. Darum sind wir auch immer dankbar, wann wir die Altbatterien zurückbekommen, eben weil man zertifizierter Batterierücknahme, was weiß ich, wie sagt man Betrieb sind, findet man das immer leibend. Darum, wie gesagt, wir bauen ja die Batterie ein, dann haben wir gleich die alte, weil braucht es nicht in den Wald haben. Und, beziehungsweise bei uns sogar kostenlos, was auf, die ganzen, okay. Auf diese ganzen Mistplätze nehmen sie ja mittlerweile ein Geld. Aber wir geben das wieder alles zurück, kommt direkt auf andere Stellen. In Waldhorn ist es uns so keine Option. Ja, aber das ist leider Gottes. Ja, gibt ja immer wieder. Aber ihr eh nicht. Der grüne Daumen beim Batterieprofi. Ja, Burschen, danke. Ist natürlich ein Thema. Wir können wahrscheinlich noch stundenlang reden über die jeweils einzelnen Typen für die einzelnen Motorräder. Aber bei dir, wenn man hinkommt in die 5 Geschäften, wird man halt beraten, was für einen das Beste ist. Wahrscheinlich sagt dann dein Kollege oder du selber oder du, Dennis, ja, vom bis preismäßig, mit der hast du den Vorteil und mit der hättest du den Nachteil, sparst halt, was weiß ich, 20 Euro. Müsst ihr selbst entscheiden, was ihr wollt, was für euer Motorrad das Beste ist. Ich bin noch immer maßlos begeistert von der leichten Lithium-Ion, es ist so leiernd. Ja, ist eine interessante Entwicklung. Schauen wir, was da noch kommt. Vielleicht einmal irgendwelche, die sich auch formen lassen, die es halt überall beim Motorrad reinstecken kannst. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich glaube, die Batterieprofis haben uns da eine richtig informative Sendung geliefert über Batterien. Abonniert doch bitte unseren 1000 PS YouTube-Kanal, dann bekommt ihr alle Videos, die wir machen, natürlich freihaus geliefert. Gebt dem Burschen von Batterieprofi-Power einen Daumen hoch, den Batterien überhaupt, weil, wie gesagt, die brauchen wir unbedingt. Ohne Batterie kein Starten, kein Fahren. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich sage Tschüssi. Die Burschen sagen Servus.